Nikolaus Rajewski. I'm standing here with a very special book in the Berlin Institute for Medical Systems Biology, which is a extension of the Max Delbruck Center in the center of Berlin, very close to the Charité. And in fact, the book I'm holding here in my hands is the original edition of a book written by Rudolf Virchow in 1858, 20 lectures, in fact, he gave at the Charité, just a stone's throw away from here, and where he talked and explained and in this book presented his theory that we need to understand human cells to not only recognize, but also to treat human diseases. And so 160 something years later, I will now ask my colleague Ashley Sanders, who's a group leader here, how maybe this her science relates to this book, or what she thinks this means to her. Yeah, thanks, Nicholas. It's amazing the contributions that were already described in this book and how our work today are still really motivated around understanding how single cells are driving diseases. My research group is focused on studying genome instability and somatic mosaicism in the context of single cell biology. So genome instability is the process where DNA mutations are formed in our cells, and this can cause a phenomenon called somatic mosaicism, where individual cells actually contain different genetic material. Somatic mosaicism is this concept that really removes us from the idea of the inherited genome, which is this genome that we receive from our mother and father, towards the individual genomes of individual cells within our tissues. During normal cell division, these mutations can emerge through genome instability processes, and then the mutations are clonally selected and expanded over time, such that we can actually have hundreds or even thousands of individual genomes within our tissues. How these genomes go wrong and how the different mutations are formed are really central questions in my lab. And we hope that we can use the genetic information in individual cells to understand the pathways that go wrong in disease so that we can better diagnose our patients and also ultimately better treat them. Okay, I mean, you explained this so nicely, but I'll add a few sentences that maybe help a little bit. Cells are constantly reading out the genome, right? Yes. To respond to cues from neighboring cells or from the environment. So they're constantly reading the book of life, so to speak. And what you're saying is that there can be mutations, for example, or other alterations in the book of life mm-hmm. itself that can cause these cells to make misinterpretations or other interpretations of the book of life, which go away, which lead away from disease. Really understanding what changes or what these alterations to the book of life are, how they're forming, and then what differences are they're responsible for in the individual cells is how we think we can better understand disease. Because disease is a very complex process that involves multiple different tissues interacting together. It's a systems level biology, and we think that disentangling the individual cells within these systems can gain us better access to understanding how the pathways are being shaped and driving the diseases in our patients. I mean, Virchow himself was a famous physician, so he was really treating diseases in people, but he was also a scientist, so trying to understand the cause of diseases and so on. So you yourself are a basic scientist coming from that angle. So how important is it to you to connect to the clinicians, to the physicians at the Charité? Yeah, this is actually fundamental for our research. Actually, it was a big driving factor in why I wanted to come to Berlin to do my work, because having direct interactions with the clinicians at Charité gives us access to the patient material where the disease is happening, so that we can apply our best and brightest single cell technologies in order to understand what's going wrong in these tissues,
And then it also allows us to work with the medical experts to make sure that our research is grounded in these biomedical questions where we can actually understand the disease better. And then thirdly, and very importantly, immediately translate this information back to the clinicians who are the people that are treating the patients so that we can actually help better diagnose and cure the individual's disease. Ja, herzlich willkommen am Berliner Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin. Mein Name ist Thomas Sommer, bin der wissenschaftliche Vorstand des Zentrums und mir gegenüber meine charmante Kollegin Julie. Wir stehen hier auch vor der Büste von Hermann von Helmholtz und das ist ja auch das Thema von heute und dem Gespräch, was wir heute mit Ihnen führen wollen. Das Max-Delbrück-Zentrum ist Teil der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungsinstitute und als solches sind wir Teil dieser Gemeinschaft. Wir sind Teil des Gesundheitsbereiches dieser Helmholtz-Gemeinschaft, Teil von 5 Zentren, die sich mit den großen Herausforderungen, den großen gesundheitlichen Herausforderungen unserer Gesellschaft beschäftigen. Wir bei uns zum Beispiel mit Herz-Kreislauf-Forschung in Heidelberg mit der Krebsforschung, der Infektionsforschung in Braunschweig, Neurodegeneration in Bonn und Gesundheit und Umwelt in München. Insofern hat Hermann von Helmholtz für uns eine große Bedeutung, weil er der Namensgeber unserer Gemeinschaft ist und auch als forscherisches Vorbild sozusagen dienen kann. Hermann von Helmholtz war das, was man ein Universalgenie nennt. Er hat sich mit ganz vielen verschiedenen Dingen beschäftigt, angefangen mit der Physiologie, über die Physik, über Meteorologie, Farbenlehre, mit ganz vielen verschiedenen Sachen und eigentlich demonstriert sein wissenschaftlicher Werdegang, dass man sich eigentlich nur für ein Thema begeistern muss, da genauer hinschauen muss und dann überlegen muss, was kann man hier noch als Wissenschaftler tun, um es besser zu charakterisieren, genauer zu verstehen und die Grundprinzipien abzuleiten. Und so hat er in sehr vielen Bereichen grundlegende Forschungsergebnisse geliefert. Schon seine Doktorarbeit ist charakterisiert von dem Nutzen einer neuen Technologie, nämlich dem Mikroskop, was damals aufkam, um das Nervensystem von Invertebraten zu analysieren und zu charakterisieren. Und diese Interdisziplinarität ist ihm dann auch im Ganzen sein ganzes Leben lang erhalten geblieben. Und er hat immer versucht, Anregungen aus anderen Disziplinen aufzunehmen, sich dort einzuarbeiten. Und heutzutage ist ein Universalgenie sein fast nicht mehr möglich, weil das Wissen einfach zu groß geworden ist. Aber deshalb setzen wir am MDC auf das, was wir Schwarmintelligenz nennen könnten. Wir schauen nämlich auch darauf, dass viele andere Disziplinen Einfluss finden in das, was wir in gesundheitsforscherischer Hinsicht hier machen. Und wir versuchen deshalb interdisziplinär zu sein, aber eben in großen Teams und sozusagen in der Tradition von Helmholtz weiterzuarbeiten. Aber du weißt sicherlich viel, viel mehr über das, was wir tatsächlich aktuell tun. Und das würde ich gerne an dich übergeben. Ja, also mein Name ist Yonge Li und ich denke, dass das Wirken von Hermann von Helmholtz auch heute noch hier am MEC, hier und heute, von großer Bedeutung ist. Ich denke, er war ja als Mediziner und Militärarzt der Gesundheit verpflichtet. Das sind wir sicherlich am MEC auch. Und er wäre heute das, was wir einen klinischen Scientist nennen, also ein Arzt und Mediziner, der sich in der Grundlagenforschung heimisch fühlt, der versucht, die Ursachen von Krankheiten zu verstehen, um dann die Gesundheit auch zu verbessern. Und das ist natürlich das übergeordnete Ziel, was wir hier am MEC verfolgen. Und das mal am Beispiel, auch ich bin ein Clinician Scientist, ich bin Kinderärztin und Allergologin, ich behandle Kinder mit allergischen Erkrankungen und verstehe natürlich genau die Krankheitsverläufe und auch die Probleme, die diese Erkrankungen für die Kinder und ihre Familien mit sich bringen. Aber gleichzeitig leite ich auch eine Arbeitsgruppe hier am Max-Delbrück-Zentrum und befasse mich mit den Grundlagen, also mit den erblichen Ursachen von allergischen Erkrankungen. Ich sage immer, ein Allergiker ist selten allein zu Hause. Das Risiko, an einer Allergie zu erkranken, wird dem Kind in die Wiege gelegt, das Risiko wird vererbt. Und wir arbeiten daran herauszufinden, welche Varianten es im Erbgut sind, die denn dieses Risiko verursachen.
und wie diese Veränderungen im Erbgut am Ende dazu führen, dass so eine allergische Erkrankung entsteht. Und hier am MDC ist das auch gelebt. Es wird ein ganz enger Brückenschlag mit der Charité vollzogen. Und das ist, glaube ich, auch ein Erbe von Helmholtz, was ganz wichtig ist. Die Multidisziplinarität hat ja der Thomas Sommer schon erwähnt. Ich denke, der Hermann von Helmholtz war die gelebte Multidisziplinarität. Der kannte ja damals auch diese Grenzen der Disziplin nicht oder hat sie nicht beachtet. Er hat ja seine physikalischen Erkenntnisse dazu genutzt, auch die Medizin zu verbessern. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Wie der Thomas Sommer schon sagte, gab es eben damals noch universal gelernt und das ist eben heute immer stärker spezialisiert. Aber das wird überwunden, indem eben Wissenschaftler aus unterschiedlichsten Disziplinen hier zusammenkommen und auch modernste Technologien anwenden, um die Ursachen von Krankheiten zu verstehen, wie der normale Körper funktioniert, um dann zu begreifen, was im Krankheitsprozess schief geht und das natürlich am Ende mit dem Ziel auch, das zu unterbrechen. Und das wäre natürlich der dritte wichtige Aspekt, den wir so als das Erbe auch von Hermann von Helmholtz verstehen, ist, heute bezeichnet man das als Translation, aber der Hermann von Helmholtz hat ja auch ganz wichtige Dinge erfunden, die von direkter klinischer Relevanz waren, wie zum Beispiel diesen Augenspiegel oder das Ophthalmometer. Also der Augenspiegel ist ja ein Gerät, mit dem man den Augenhintergrund einfach am wachen Patienten untersuchen kann. Das ist ja eines der wenigen Organe, wo man wirklich die Arterien in ihrem Verlauf und auch in ihrer auch die Erkrankung von Arterien gut beurteilen kann. Und dieses Gerät, wie auch das Ophthalmometer, mit dem man ja die Krümmung der Hornhaut und damit eine wesentliche Ursache der Sehstörung ja auch beurteilen kann. Diese beiden Geräte haben sicherlich technische Neuerungen erfahren und es mag jetzt den Augenspiegel 2.0 und auch das Ophthalmometer 2.0 geben, aber das Prinzip, das hat er damals erfunden und das ist von klinischer Relevanz bis heute. Und auch wir haben uns natürlich die Translation auf die Fahnen geschrieben. Das Ziel ist natürlich am Ende, die Mechanismen von Erkrankungen zu verstehen, aber auch mit dem Ziel, das in die Klinik zu tragen, für die Prädiktion von Erkrankungen zu nutzen und auch in der Therapie natürlich zur Anwendung zu bringen. Und wir arbeiten ja ganz eng mit der Charité zusammen. Wir haben also hier zum Beispiel mit dem Experimental and Clinical Research Center ein Translationszentrum, ein Zentrum, was klinisch orientierte Forschung macht und auch vom Max-Ehrbrück-Zentrum und von der Charité gemeinsam getragen werden. Und ich denke, das ist eine gute Verkörperung von einem der Ideale von Ich stehe hier mit Frau Professor Dr. Schulz-Menger. Frau Schulz-Menger ist Ärztin und arbeitet hier in diesem neuen Helios-Klinikum, ganz neu gebaut. Und hier auf der anderen Seite sehen wir das Ludwig-Hoffmann-Klinikum. Das ist um 1900 gebaut und auf Initiative von Rudolf Virchow. Der hat damals Buch zu einer Klinikstadt gemacht, neben den Rieselfeldern, also große Klinik gebaut. 5000 Betten. Das war damals das größte Klinikum in Berlin, in Deutschland, weltweit, wie wir Berliner sagen. Und hinter mir ist das Max-Delbrück-Zentrum und an allen drei Einrichtungen arbeitet Frau Schulz-Menger. Was machen Sie hier, Frau Schulz-Menger? Ja, ich habe die große Chance, eine Arbeitsgruppe zu leiten, eine Charité-Arbeitsgruppe, die kardiovaskuläre MRT als Forschungsgebiet in der Interaktion wirklich mit Physik, anderen Grundlagenforschern betreibt, um die Ergebnisse, Herzmuskelschäden darzustellen, wirklich über die klinische Forschung und die klinische Routine zu bringen. Mhm. Das heißt, das sind physikalische Methoden, ja, mit denen Sie arbeiten, Magnetresonanz und Hermann von Helmholtz, der ja auch 200-jährigen Geburtstag hat, mit Virchow zusammen, die feiern wir gemeinsam. Das heißt, Sie nutzen eigentlich die Methoden von Hermann von Helmholtz, um aber auch den Ursprung der Krankheiten zu erkennen, den man mit der Zellularpathologie von Rudolf Virchow auch untersuchen kann, am Max-Delbrück-Zentrum zum Beispiel. Wie passt das zusammen? Und zwar genauso.
Also das, was Sie inhaltlich beschreiben, ist exakt das, was wir auch praktisch machen. Krankheitsprozesse zu verstehen, um sie beeinflussen zu können. Es geht ja immer darum, wie kann man eine Therapie führen, um dem Patienten helfen zu können. Und wir nutzen also Kooperationen mit Physikern, sowohl eine exzellente Physikgruppe hier im Max-Delbrück-Zentrum, aber auch im Stadtzentrum in einem Helmholtz-Gebäude sitzen, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, ganz starke Physikkooperationspartner von uns. Wir nutzen moderne, exzellente MRT-Geräte im MDC, haben dort fußläufig im Charité-Campus Buch, Experimental Clinical Research Center, unsere Räume, in denen wir die Forschungsergebnisse auswerten, die aber auch erstellt werden, klinische Forschung und dann umgesetzt in die klinische Routine hier in der Helios-Klinik. Da haben wir einen eigenen KD-MRT-Scanner, den wir wirklich nur für kardiologische Routine und Forschung nutzen können. Also alle Mitglieder auch meiner Arbeitsgruppe, und es geht immer nur als Gruppe, sind sozusagen in der Forschung und in der Klinik tätig. Alles fußläufig, exzellent kommunizierbar und umsetzbar. Das heißt, Berlin-Buch ist wirklich der Ort in Berlin, in dem räumlich Klinik und Grundlagenforschung, und zwar in der Grundlagenforschung Zellularpathologie von Rudolf Virchow und medizinisch-technische und physikalische Anwendung, vorgedacht von Hermann von Helmholtz, zusammengebracht wird. Und das im Klinikbereich, das im Grundlagenforschungsbereich. Und machen Sie auch Lehre? Ja. Ja, ich mache auch Lehre, und ich habe eben gerade so gedacht, Sie haben es exzellent beschrieben, aber natürlich sind wir vernetzt in die anderen Campi der Charité, haben gerade MRT-Netzwerk aufgebaut oder ein MRT-Netzwerk auch gefördert und sind also da eng vernetzt. Und ja, wir machen natürlich auch Lehre, auch als Arbeitsgruppe, unterschiedliche Gebiete, klassische universitäre Lehre in der Charité. Und es braucht natürlich Leute wie Sie, die das auch als Ganzes, diese holistische Sicht auch haben, die Methoden zusammenführen und dann diese räumlichen Besonderheiten auch nutzen. Gibt es da mehrere noch oder sind Sie da ganz alleine? Ach, ich denke, man ist nie allein in der Welt. Man ist, glaube ich, nie allein in der Welt. Es gibt ganz unterschiedliche Forschungsansätze. In der MRT-Forschung, Verbindung MRT-Forschung, also physikalische Forschung, klinische Forschung, sind neurologische Kollegen auch noch sehr stark, zum Beispiel zu nennen auf Friedemann Paul, auch hier im ECRC ansässig, der auch noch viel macht. Und da gibt es auch noch viele andere Gruppen. Das denke ich schon. Klassischerweise ist natürlich medizinische Forschung häufig wirklich mit der Grundlagenforschung im Sinne zum Beispiel von molekularbiologischer Forschung verbunden. Und da gibt es auch viele, die das von der Zelle, von der klassischen Zelle wirklich bis zum Patienten bringen. Gerade in Kooperation mit dem MDC. Ich bin sicher, Hermann von Helmholtz und Rudolf Virchow würden sich freuen, dass das hier an diesem Ort in Berlin-Buch, natürlich auch in Mitte, aber hier in besonderer Weise konzentriert, räumlich und inhaltlich, so auf hohem Niveau zusammengebracht wird. Ganz herzlichen Dank, dass Sie in diesem Geiste das hier fortführen. Vielen Dank, und ich mag den Dank zurückgeben, weil all das ist immer nur möglich, wenn Gruppen, Menschen wirklich Förderung erfahren. Das waren schon Sie und mein Chef, den Sie mitgebracht haben, Professor Dietz, den wir beide sehr, sehr gut kennen. Wunderbar, an den denken wir dann jetzt heute auch zusätzlich zu Hermann von Helmholtz und Rudolf Virchow. Ganz herzlichen Dank, Frau Schulze-Minger.